Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, ihr Lieben, aus Deutschland. Wir sind in Deutschland. Wir, habe ich ja gesagt, wir machen einige Umwege auf unserer Route in die Türkei von Marokko. Ja, und so sind wir jetzt halt in Deutschland gelandet. Wir hatten, boah, 6 oder 7 ereignisreiche Tage, Reisetage von Marrakesch bis hier. Ich bin so froh, dass wir Pause machen. Und gestern ja dann noch das Ereignis, dass ich zum Zahnarzt musste, obwohl ich, also es war ja nicht der Zahn, der so weh getan hat, sondern die Nasennebenhöhlen. Jetzt habe ich ja seit gestern nehme ich das Antibiotikum. Die Schmerzen sind sehr viel besser. Ich nehme noch das Schmerzmittel, weil das war wirklich, also ich würde sagen, ich bin nicht schmerzempfindlich. Ich habe 2 Kinder bekommen auf normalem Wege. Also normal, es sind alle Wege normal, aber halt, ne? Wo die halt rauskommen. Und von daher würde ich sagen, ich bin nicht schmerzempfindlich. Aber zwischendurch gestern diese Zahnschmerzen waren, würde ich sagen, auf eine Skala 8. Nicht durchgehend, aber so die. Das war wirklich heftig. Ich konnte nicht klar denken. Solche Schmerzen hatte ich hier am Schneidezahn. Und jetzt habe ich gestern Abend die letzte genommen, Schmerztablette. Bis heute Morgen hatte ich dann keine Schmerzen. Aber als ich dann aufgestanden bin, Kaffee gekocht habe, dann. Ja, kamen die Schmerzen so, nicht Schmerzen, so ein Druckgefühl. Da habe ich gesagt, komm, ich nehme lieber eine, bevor das wieder so heftig wird. Das kann ich jetzt nicht so gut gebrauchen. Ja, und Antibiotika muss ich ja 7 Tage nehmen. Und ich merke jetzt nach einem Tag Antibiotika, dass sich hier, das löst sich, das tut so gut. Ey, seit Dezember murkse ich damit rum. Ja, ich weiß, ich hätte schon eher zum Arzt gehen können und sollen, aber ich bin halt, wie ich bin. Ich lerne nur aus meinen eigenen Fehlern. Ja, jetzt sind wir ja halt in Deutschland. Ich habe euch gestern schon erzählt, dass wir so gerne hier manche Sachen gerne essen und so. Und dass wir natürlich heute einkaufen gehen. Also wir brauchen Sachen unbedingt, aber wir freuen uns auf die tollen Sachen, die wir ja fast nur in Deutschland bekommen. Das werden wir natürlich genießen. Und ich möchte unbedingt in einen DM gehen. Ihr wisst ja, dass ich mir oft, also dass ich kein Shampoo, keine Cremes und sowas benutze, sondern dass ich ja Öle benutze, naturreine Öle und Shea-Butter und Rizinusöl und sowas. Also meine Haare habe ich ja mit Roggenmehl gewaschen. Aber es hat sich herauskristallisiert, dass wenn wir auf Campingplätzen sind, auf Reisen sind, da ist das wirklich total schwer umsetzbar, weil manchmal hat man nur, keine Ahnung, 1 Minute heißes Wasser in den Duschen oder wenn ich mir hier im Wohnwagen die Haare wasche dann, und dann 100 Gramm Entschuldigung, Roggenmehl in den Haaren habe, dann ist das sehr schwer, das mit 10 Litern Wasser rauszuwaschen. Also muss etwas Einfacheres her. Und deswegen wollte ich bei DM mir unbedingt so Haarseifen raussuchen. Die gibt es ja von Alverde und keine Ahnung von was noch mittlerweile alles. Da wollte ich mir so einen kleinen Vorrat anlegen, die ich dann mitnehmen kann auf Reisen. Das ist einfach sehr viel praktischer. Und wenn wir ein Ferienhaus haben oder so, dann kann ich ja auf das Roggenmehl zurückgreifen. Ach nee, genau, was mir auch noch aufgefallen ist jetzt, das hatte ich letztes Mal nicht, dass meine Haare ultra, boah, die sind ja sowieso so strohmäßig, ne? Aber die waren wirklich, die waren so hässlich, so rau und grau und störrisch. Da habe ich gesagt, nee, ich nehme wieder Shampoo. Ich habe dann einfach ganz normales, traditionelles Shampoo genommen. Und dann waren die richtig geschmeidig, so boah, richtig schönes Gefühl. Und ja, ich versuche es mit Haarseife mal. Ich halte euch auf den Laufenden, wie es für mich läuft. Ich mache mich jetzt fertig. Dann gehe ich eine große Runde mit dem Smurfy. Und dann nehme ich euch, ich nehm euch mal mit in DM. Ich mache mal so ein DM-Einkaufsding oder so. Mal gucken, wie das klappt, ob ich da filmen kann und so. Genau. Viel Spaß bei diesem Video aus Deutschland. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, ne? Wir waren gestern, als wir angekommen sind in Deutschland, direkt beim TÜV. Unser TÜV vom Wohnwagen, der war 3 Monate abgelaufen, weil wir letzte Mal das nicht mehr geschafft haben. Also es hatte irgendwie nur geregnet und dann hat der TÜV-Beamte gesagt, ja, er kann das nur machen, wenn es nicht regnet, zu dem TÜV, wo wir gehen wollten, weil er muss sich unter dem Wohnwagen legen und das macht er nur, wenn es trocken ist. Ja, und dann sind wir halt nach Marokko gefahren und haben gegoogelt, ja, was passiert denn, wenn der TÜV abgelaufen ist und man erwischt wird. Und dann stand halt im Internet, bis 3 Monate oder so, 25 Euro müsste man nachlesen, wenn euch das genau interessiert.
Und wir sagten, komm, scheiß drauf, in Marokko wird uns keiner anhalten. Und wenn hier, dann halt 25 Euro, okay, dafür bleiben wir jetzt nicht länger hier. Genau, ja, dann waren wir gestern beim TÜV und sind rübergekommen. Weitere 2 Jahre Straßenfreiheit für den Wohnwagen. Zurzeit ist ja keine Gasprüfung Pflicht. Wir hatten die damals gemacht, als wir den gekauft haben. Also, weil man hat ja eine Gasleitung für Heizung, Herd und Kühlschrank, und ob die dicht ist, haben wir das prüfen lassen, war alles dicht. Und jetzt ist das nicht mehr Pflicht beim TÜV, das zu machen, deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Wir gehen aber davon aus, dass alles dicht ist. Aber es ist in Rede, dass diese Gasprüfung wieder Pflicht werden soll. Aber bis dahin haben wir es nicht. So, es regnet jetzt wieder. Ich habe mir die Mütze aufgesetzt, damit mein Ohr, ich habe gestern gemerkt, der Wind ist hier so reingefegt auf diese Seite. Das ist sehr unangenehm. Deswegen setze ich Mütze auf, und weil es regnet. Ich habe nämlich keine Regenjacke natürlich. Wir haben alle unsere Wintersachen schön verstaut, weil die brauchten wir ja nicht in Marokko. Da war das Wetter echt geil, das muss ich sagen. Ja, ich gehe jetzt schön mit dem Smurfy eine Runde, ne, eine große. Oh, freust du dich schon, ne? Ja, und dann wird der Bernd, der hat heute, also erst hat er sich heute Morgen so gefreut, dass er heute nicht fahren muss. Und jetzt fährt er doch. Aber das erzählt er euch in seinem Vlog. Der fährt gleich weg, alleine. Ja. Naja, schaut bei Bernd vorbei. Sein YouTube-Kanal ist unten verlinkt. Ist ja sogar vegan. Ja. Oriental Burger, 1001 Nacht. Günstiger, ne, möchte ich nicht, danke. Oh, guck mal, der Räucherlachs, der ist ja sogar in runden Scheiben. Der war sogar lecker vom Aldi letzte Mal. Wunderfisch, haben wir ja noch. 1,99. Was ist das? Vegane Mix, Brotaufstrich. Ja, es gibt so viele, aber ich weiß nicht, ob das, ne? Boah, wenn wir grillen würden, ne? Ja. Sommer. Rindersteak in Barbecue-Marinade. Veganes Steak. Ja, 1,99, da kannst du ja wohl nicht sagen. Lamm. Typ Lamm. Paprika-Marinade. Was, wir essen noch morgen, machen wir Brokkolinski. Dann lass uns doch ein Fleischstück dabei machen. Sollen wir uns Lamm dabei machen? Ja, aber ich würde jetzt eins mitnehmen und dann gehen wir nächste Woche wieder einkaufen, oder? Weil sonst haben wir den Kühlschrank so voll. Ach so, Lamm mit Paprika-Marinade oder, ja, alles Paprika-Marinade, okay. Aber ich will kein Lamm, ne? Nein, du wolltest das aber haben. Dann gib mir das dann nämlich Rind. Das schmeckt bestimmt richtig gut mit Barbecue. Aber wir teilen uns das. Wir teilen uns das, wenn das 40 Eck ist, dann wie Matsche. Okay. Hol dir erstmal eins und dann gucken wir. Ja. Also in den DM sind wir heute nicht gegangen. Das haben wir gar nicht geschafft. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Viele für die Kinder. Zwei reichen. Ja, oder? Da müssen wir verschieben auf nächste Woche. Wir sind jetzt nur eben in Aldi gefahren, wo es all die guten Sachen gibt. Einfach nur, weil wir morgen, ja, morgen ist Sonntag, ne, ihr wisst schon, nachher Montag gibt es nichts mehr, deswegen müssen wir noch schnell einmal einkaufen. Guck mal, das habe ich gesehen im Prospekt, die haben hier diese Balanciersteine, die kosten normalerweise 170 Euro, diese Originalen. Gibt es hier für 20 Euro. Cool, ne? Immer schöne Sachen. Wow. Uns schlackern mal wieder die Ohren, wie teuer alles in Deutschland geworden ist. Ein Sack Nüsse, Pekannüsse, fast 4 Euro. 200 Gramm. Alter Schwede. Hm? Wie viel Brokkoli? Ja, wie viel ist drin in einer Tiefkühltüte? 750, was kostet die? 2,70. Boah, ja, durch eine Tüte, das reicht ja, wir sind ja alleine. Absolut okay. Ist auch Bio, ne? Irgendwann haben sie aber. Ja. Alles Bio oder Frosch. Eigen. Also Obst ist in Deutschland wirklich schwierig zu kriegen, gerade sagen wir. Erdbeeren haben wir aus Spanien.
2,99 Kilo, 7,48 Euro. Also die haben halt Äpfel und Birnen, aber nichts so Besonderes. Wir sind jetzt schon im Rewe gelandet mittlerweile. Dir ist warm. Ich friere halt schon den ganzen Tag. Ich muss mal eben ein bisschen Licht machen, oder seht ihr mich? Warte. So. So? Ja, so geht's. Ist ein super Ausblick, oder? Ja, wir haben jetzt 19 Uhr. Nichts, ich vlogge. Und wir sind jetzt halt nach Hause gegangen. Also heute Morgen habe ich mich echt gut gefühlt. Aber dann so im Laufe des Tages ging es immer schlechter. So schlapp und kalt. Hab mir meine warme Jacke angezogen. Schon als wir im Aldi waren, habe ich gedacht, boah, hoffentlich ist schnell der Tag vorbei. Und dann hat Livia gerade so gesagt, Mama, lass uns nach Hause gehen. Ich so, ja. Sind wir schnell nach Hause gegangen. Jetzt liege ich hier. Smurfy hat sich unter meine Decke gemummelt. Ja, sind wir ganz froh. Die Heizung haben wir an. Wir hatten nur 14,7 Grad im Wohnwagen. Es ist so kalt. Wir haben unsere Jacken wieder rausgeholt, die wir in Marokko schon verstaut hatten. Wir dachten, wir brauchen die nicht mehr, aber boah, es zieht durch und durch. Ja, und heute Morgen waren ja die Schmerzen weg vom Zahn. Und beim Zahnarzt gestern, der hat ja auch gesagt, er hat halt so überall mit seinen Metalldingern so gegengeklopft und hat gesagt so, ja, wenn das der Zahn wäre, dann würden sie an die Decke gehen, weil das wird voll wehtun. Und bin ich ja nicht. Aber heute, wenn ich klopfe an dem einen Zahn, dann merke ich was da oben. Und jetzt mache ich mir Gedanken, nicht, dass es doch der Zahn ist, aber ja, ich warte erstmal ab. Ich habe heute Morgen eine Schmerztablette genommen und jetzt gerade eine. Es war noch nicht unaushaltbar, aber ich wollte es auch jetzt nicht so drauf ankommen lassen. Gerade vor der Nacht, ne? Hm? Ja, gerade vor der Nacht, ja. Naja, ich nehme weiter das Antibiotikum und hoffe einfach, dass es einfach alles bald weg ist. Nein, ich wollte da nichts mehr vom Strom erzählen. Hast du das nicht auf deinem Kanal erzählt? Ja, Bernd hat ja heute, also das habe ich erzählt, dass Bernd sich um den Stromkasten heute, also Strom weiter kümmert. Der war heute, guckt auf seinem YouTube-Kanal dann, dadurch mitgenommen und erzählt. Morgen geht's weiter, ne? Ja, morgen bauen wir ein. Boah, ich bin gespannt. Ich würde am liebsten heute schon eingebaut, aber ich bin echt. Und die Platt. Ich lege mich jetzt hin um 19 Uhr. Eins. Willkommen in unserem Leben. Wir sind echt hardcore müde. Wir haben aber auch. Der Hund ist bei mir. Was haben wir auch? Eine lange Reise hinter uns. Das waren jetzt von Marrakesch. Das war doch Urlaub. Sechs Reise für dich vielleicht. Und da hast du auch Urlaub gemacht. Für mich nicht. Für mich war das Fahren, Konzentrieren und Anstrengung. Ja, als ob der ohne mich fahren könnte. Ich passe immer auf, wenn er da am Handy ist beim Fahren und am Essen ist beim Fahren. Weißt du, wie anstrengend das für mich ist? Ich habe alles geschafft heute bei 6 Stunden Autofahren. Über eine Spiele wird auch drei Instanzen durchgespielt. Ist das lustig, oder? Ja, als wenn ich das nur am Handy bin. Ja, ihr wisst das ja alle selber. Gut, also. Wünscht uns gute Besserung. Bis morgen in alter Frische. Tschüss.